passieren muss, ich mögen müssen. Das ist die Grenze, darüber hinaus darf nicht mehr kommen. Dein Vater, deine Mutter. Dein Vater, deine Mutter und selbst. Wie kann ich Betroffenheit heucheln, wenn es kein Mitleid gibt? Für keine Seite, die Lüge hat zwei Seiten. Die Wahrheit ist relativ. Wir sind verpflichtet, für die Schuld zu sühnen. Ich opfere mich für alles, was in meinem Namen geschah. Vergib mir, vergib mir, vergib mir. Denn ich begreife nichts wirklich. Israel. In unserem Namen soll ich sagen, was ich denke. Hab immer danach gefragt, was ich fühle oder ist es unrelevant. Ich bin aufgewachsen mit gleichen Werten vom Bildschirm. Das Schrecken wird relativ. Mein Bruder sagt, wir müssen uns schuldig fühlen. Israel! 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 Es gibt etwas dagegen und es gibt etwas dafür.
weggehen, um anzukommen. Bitte, bitte, schlag mich mit der Tür. Ich mag es einfach mal, alles klar. Hey. Ich mag es einfach mal, alles klar. Hey. Was war? Was war? Was war? Dass ich das nicht mag, es könnte sein, dass ich es liebe. Wir wollen opfern, wollen leiden für etwas, das wir selber nicht begreifen. Es ist so still, noch etwas zu ändern, was geschah. Thank you.
Genau das, was jemand anderen mag. Deine dicken Schenkel und dein unförmiges Gesicht, wenn jemand an dich denkt. Und masturbieren. Und masturbieren. Mit dir reden. Erd mir deinen Schwamm, großbauen Karaffe auf und masturbieren. Vorlage für etwas, was er nicht hat und niemals haben möchte. Denn das wird sich schämen, wenn es da wäre. Es sollte dir schmeicheln, sollte Balsam für deine wunde Seele sein. Und wenn er Geschlechtsverkehr hat, denkt er nur an deine dreckigen Geschlechtsmerkmale, genau das erregt ihn, macht ihn glücklich. Du wirst nie erfahren, du wirst es nie erfahren, er möchte nicht mit dir reden. Er möchte nicht mit dir reden, er will dich nicht treffen, er stellt sich dich vor und masturbier und masturbier und masturbier. Eine ekelhafte Vorstellung, die Befriedigung verschafft, genau das bist du für ihn. Vier Sekunden, komm. Call.
meiner Schwester hat, um high zu werden, Rohypnol genommen. Das sind so starke, schmerztötende Beruhigungstabletten. Dann war sie von den Dingern aber irgendwie ein bisschen zu beruhigt und wollte sich einen Kaffee machen. Hat dazu den Herd angeschaltet und wurde da währenddessen immer müder. Hat sich so auf ihren Arm gelegt und ist dabei dann eingeschlafen. Und als sie wach wurde, war ihr ganzer Arm verkohlt. Dann musste sie ins Krankenhaus. Der Arm musste dann amputiert werden. Und ach, jetzt noch eine richtige Geschichte von Bekannten von mir. Der ist halt schwul und ist in Toms Bar halt in den Fickkeller gegangen. Oh weia, da hört das meine Mutter auf der Platte. Naja, er geht jeweils in den Keller und trifft da irgendwie einen anderen im Dunkeln und macht halt total mit dem rum. Und die Geschichte ist jetzt aber auch wirklich wahr. Und er kommt halt hoch ins Lokal, wieder ins Helle und seine ganze weiße Hose ist mit Blut bedeckt, halt da so um seinen Geschlechtsorgan rum. Und ihm wird dann schabbelig und so und er wird so weiß und wird dann von so einem Freund rausgetragen, nach Hause gebracht und dann packen sie jedenfalls das aus. Und da hatte der so heftig rumgemacht, dass ihm dieser Faden vorne am Penis so gerissen ist und die ganze Vorhaut runterhing. War das jetzt auch schockierend? Voilà, ich hatte zwei Brüder und eine Schwester. Und am Anfang war ich immer mit meinem großen Bruder zusammen. Aber sobald der Haare am Arsch gekriegt hat, mussten wir wieder getrennt sein. Und dann schlief ich in einem Zimmer mit meiner Schwester. Und die beiden Jungen, Polo und Alain, schliefen in einem anderen Zimmer. Und einmal ich bin zu ihnen gegangen und ich habe ihnen Zungenkuss gemacht. Und mein kleiner Bruder hat mir wirklich super romantischen Zungenkuss gemacht, wie in Filmen und so. Während mein großer Bruder war total unbegabt und hielt immer den Mund zu. Und nachher aber, mein kleiner Bruder war total sauer auf mich und wollte überhaupt nicht mehr mit mir sprechen. Und ich habe ihm gesagt, ey, was ist los, warum redest du nicht mehr mit mir? Er hat nur immer zu mir gesagt, Hure, Nutte! Und so, und er hat einen Monat lang nicht mehr mit mir gesprochen. Das Telefon, Astrid und ich. Ein authentisches Telekommunikationserlebnis. Das Telefon läutet aufdringlich in meinen Tagtraum hinein. Widerwillig fische ich nach dem Hörer und gebe ein gereiztes Knurren von mir. Ja? Am anderen Ende der Leitung antwortet eine fremde, dunkle Frauenstimme. Ja, hier ist Astrid. Ich kenne in dieser Stadt niemanden mit diesem Namen. Aus einer Laune heraus entschließe ich mich zu einem aufgeschlossenen Hallo, Astrid. Vorwurfsvoll springt mich ihre Stimme an. Mensch, wo warst du denn gestern? Hör mal, ich glaube, du bist falsch verbunden, antworte ich. Stille schwappt durch die Fernsprechkabel. Aus irgendeinem Grund warte ich auf eine weitere Regung von ihr. Robert? Fragt sie schließlich, immer noch zweifelnd. Nee, nicht Robert, sage ich. Woraufhin Astrid abrupt das Gespräch beendet. Als nur wenig später das Läutwerk schon wieder in Aktion tritt, ist mir von vornherein klar, dass sich Astrid nochmals an die Strippe gehängt hat. Bist du's, Astrid? Frage ich, bevor sie mit einem zaghaften Ja, ich ansetzt. Einigermaßen ungehalten mache ich ihr deutlich, dass bei mir wirklich kein Robert zu finden ist. Du hast offensichtlich die falsche Nummer erwischt. Sie ist verwirrt. Die falsche Nummer? Wieso? Wieso habe ich die falsche Nummer? Also tut mir leid, du bist falsch verbunden, okay? Ich lasse den Hörer zurück auf die Gabel gleiten. Eine knappe halbe Stunde bleibt es ruhig. Dann stört die scheppernde Telefonglocke erneut meinen kleinen Schlaf. Genervt klemme ich mir den Hörer ans Ohr. Allmählich dämmert mir, dass es nur Astrid sein kann, die sich am anderen Ende der Leitung in eifersüchtiges Schweigen hüllt. Sie hält es scheinbar für das Beste, sich still zu verhalten und auf jedes Geräusch zu lauschen, das ihren Robert bei mir verraten könnte. Sie weiß offenbar keinen anderen Rat, als mich mit derlei Horchanrufen an diesem Tag noch mehrmals zu belästigen. Tags darauf werde ich zu einer unmöglichen Zeit vom Klingeln des Telefons aus meinen Träumen gerissen.
Ich quäle mir ein schlaftrunkenes Ja ab und erkenne sie sofort. Dass man dich endlich mal erwischt, sagt sie. Hör mal, Astrid, ich bin nicht dein Robert. Oh, macht sie enttäuscht und dann ganz betreten. Entschuldige, habe ich dich geweckt? Schon gut, ist okay. Ciao, sage ich noch und lasse den Hörer zurück auf die Gabel rutschen. Irgendwie konnte ich ihr nicht böse sein. Ich habe nie mehr von ihr gehört. Eigentlich schade. Sie hatte eine sehr sympathische Stimme, so klangvoll und weiblich. Die Geschichte, die ich erzähle, die ist nicht mir selber passiert, sondern zwei Freunden von mir und die arbeiten beide auf einer Intensivstation im Krankenhaus in Wuppertal. Und zwar haben sie da jemand eingeliefert, der lag auf der Trage drauf und hatte einen Duschvorhang umgebunden als Cape und gelbe Gummistiefel an. Ansonsten war er nackt. Und die Geschichte, die sich dann hinterher herausgestellt hat, brachte die ganze Station vor Vergnügen zum Brüllen. Und zwar war Folgendes passiert. Er wollte mit seiner Frau ein besonders erotisches Späßchen haben, hat seine Frau ans Bett gefesselt mit allen Beinen und Armen, richtig fest auf den Rücken, natürlich nackt. Dann hat er sich Gummistiefel angezogen und hat einen Duschvorhang als Cape umgebunden, so eine Art Superman-Cape, ist auf den Schrank geklettert und dann wollte er auf die Alte draufspringen. Und bei dem Versuch, darunter zu springen, ist er wohl irgendwie schlecht abgesprungen, ist mit dem Rücken auf den Boden geknallt und hatte die Wirbelsäule gebrochen. Das Resultat war, die Frau war am Bett gefesselt und er kam nicht mehr hoch und konnte sich nicht mehr rühren. Ja, so haben die beiden dann zwei Tage lang da in der Wohnung gelegen, bis sie dann irgendwann mal nachgeforscht haben und ihn gefunden haben. Und dann kam er ins Krankenhaus. Ich würde gerne eine Geschichte erzählen, und zwar habe ich das gerade in der Zeitung gelesen. In Mitte der 80er Jahre gab es zwei Verfahren gegen die Zeitung People. Das ist ein Sonntagsmagazin in England. Und zwar einmal hat die ehemalige Freundin von Prince Andrew geklagt auf Schadensersatz, weil in dem Magazin gestanden hätte, dass sie bereits mit einem anderen Mann zusammen gewesen wäre, während sie noch mit Prince Andrew zusammen gewesen war. Gleichzeitig gab es auch noch ein anderes Verfahren, das auf ein anderes Schadensersatzverfahren gegen People. Und das war das eine Frau, der ist ein Bein abgefahren worden von einem Lastwagenfahrer, der diese Zeitschrift ausgeliefert hat. Diese Schadensersatzverfahren waren beide erfolgreich. Und zwar hat die Frau, der das Bein abgefahren worden ist, hat dann 70.000 Pfund Schadensersatz bekommen und die Freundin von Prince Andrew 300.000 Pfund. Früher, als ich noch als Krankenpfleger gearbeitet habe, hatte ich tatsächlich mal einen Patienten. Irgendwie, das war ein Abend, das ging total schnell alles. Irgendwie, weiß ich nicht, da waren, glaube ich, drei Exitus, also drei Tote auf der Station. Und dieser Mann, den man schon lange, irgendwie Wochen vorher schon erwartete, dass er sterben sollte, das passierte dann irgendwie auch. Und der Arzt kam auf die Station, stellte den Tod fest. Aber wie gesagt, das ging irgendwie total schnell. Also der hatte nur den Puls gemessen. Und sie sagt, ja, das ist Exitus und bringen Sie ihn sofort weg. Also ich sollte ihn sofort aus dem Zimmer bringen. Der hatte wohl, glaube ich, auch keine Verwandten und so. Auf jeden Fall sollte er gleich raus, damit ihm der Platz für ein anderes Bett benutzt werden kann. Und dann hatte ich den ja halt fertig gemacht ganz schnell. So eine Fußkarte und entkleidet und so ein Tuch eben über ihn rüber gedeckt und dann mit dem fahrbaren Bett in den Fahrstuhl gefahren, um ihn in den Leichenkeller zu bringen. Und im Fahrstuhl, mit einmal geht seine Hand aus diesem Tuch heraus und nimmt sich das Tuch weg vom Gesicht und fragt mich so, ja, fahren wir zum Röntgen? Und ich natürlich sofort den Fahrstuhl angehalten, wieder hochgefallen und gesagt, nein, wir fahren wieder hoch auf die Station und dann wieder zurück ins Zimmer. Früher habe ich mich immer
habe ich immer, wenn ich in den Laden reingegangen bin und dann habe ich bezahlt, hatte ich immer das Gefühl, dass die Verkäuferin denken würden oder die Verkäufer, ich hätte irgendwas mitgehen lassen und in die Tasche gesteckt und würde das nicht bezahlen. Und dann bin ich manchmal schon aus Panik davor, weil ich dachte, die würden denken, ich habe was geklaut, bin ich dann schon rot angelaufen. Und das war eine richtige Qual für mich, dann einzukaufen. Es war richtig lästig, weil jedes Mal dachte ich, die denken was Schlechtes von mir. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich ganz viel klaue, damit ich diese Angst verliere. Weil wenn ich so viel klauen würde, dann würde ich ja nicht mehr, da brauchte ich ja nicht mehr rot zu werden, weil dann habe ich ja wirklich geklaut. Und dann habe ich wirklich 3 Monate lang, vor allen Dingen in Braunschweig, tierisch viel geklaut. So von Kleiderbügeln draußen vor den Geschäften, so Jacken, in so Indien-Shops. Und so Teesorten und also wirklich von Schallplatten massenweise in der Fußgängerzone in Wolfsburg. Ja, teilweise habe ich die Platten noch heute. Also, ich war bei der Bundeswehr, ja, so richtig altgedienter und so. Und da hatten wir einen Oberfeldwebel, war das. Der war so richtig doof, der war so blöd, wie sie sonst eigentlich nur so in Filmen vorkommen, so irgendwelche blöde Filme über die Armee halt. Der war so doof wie ein nasses Toastbrot ungefähr. Und wir sind einen Tag mal, als ich noch richtig so in der Instkompanie war, also so richtig, bevor ich halt meinen lauen Job gekriegt habe, da sind wir im Feld gewesen, im Feld der Ehre, und da mussten wir so so Vorrichtungen aufbauen aus Holz, mit denen man Panzer aus dem Dreck ziehen kann, wenn die festgefahren sind. Und dazu mussten wir auch so Pfähle in den Boden schlagen, so riesige Holzpfähle halt. Und das war ein total kalter Winter und der Boden war gefroren und deswegen war das gar nicht so leicht, da irgendwelche Holzpfähle reinzuhauen. Und da war noch so ein Typ, der auch so ungefähr so meine Statur hatte, so, also ziemlich kräftig, aber doch sehr klein. Und der hat jedenfalls mit so einem Vorschlaghammer immer auf so einen Holzpfahl so rumgepockt. Der hat den Hammer ganz vorne gehalten und hat dann immer so tipp, tipp, tipp oben drauf gehauen. Und dann kam halt dieser Oberfeldwebel, Obst hieß der. Oberfeld Obst. Dumm wie Obst. Der hat den dann total angebrüllt. Oh, wenn ich das schon sehe, Sie können ja nicht mal einen Flock in die Erde hammern. Geben Sie mir mal den Hammer. Und dann meint der Typ dann so, nee, Herr Oberfeld, das muss nicht sein. Und jedenfalls hat er ihm den Hammer aus der Hand genommen und meint dann zu ihm, halten Sie mal den Flock. Und er dann auch so, nee, den halte ich nicht, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Und jedenfalls hat er den dann total angebrüllt, er soll jetzt hier keine Witze machen, sondern soll den Pfahl festhalten. Und in der Zeit haben sich schon alle ringsrum versammelt und waren ganz neugierig, was da für ein Schauspiel abgeht. Und jedenfalls hat Oberfeld Obst wirklich das gebracht, wie im Kino. Der holt aus und haut voll an dem Flock vorbei und knallt sich total diesen superschweren Vorschlaghammer vors Schienenbein. Das hat ungefähr so ein Knacken gegeben, wie man es spürt, wenn man irgendwie so mit dem Hinterkopf auf den Treppenabsatz aufschlägt. So, das ging so richtig durch. Und wir mussten uns alle total das Lachen verkneifen. Und Obst musste sich total die Tränen verkneifen. Der stand da mit hochrotem Kopf und war so völlig am Zittern und am Pressen und guckte dann so hoch, so aus gebückter Haltung, und die Tränen standen ihm so richtig in den Augen, das war so richtig, die flossen praktisch förmlich hervor aus seinem Gesicht, und er guckte uns nur an und brachte ein ganz gepresstes "Lasst uns mal einpacken und reinfahren" heraus. Ja, und am nächsten Tag kam er dann gar nicht erst zum Dienst, sondern ist gleich im Lazarett geblieben. Also das ist wirklich eine wahre Geschichte jetzt. Just like a you know, ants, they have a little idea about how to build, you know, their house, and they just build it. Mm. But they enjoy themselves, you know, too, until someone comes along and destroys part of their house or something like this. Mm. Then they have to, you know, rebuild it. You know. A lot of them lose their lives, maybe. Single-minded, and they know exactly what they want, and so they just do it, you know, they do what they have to do. But the idea is outside of them. It just was put on them, you know, the idea is put in their
the front part of their body, you know, and they just know exactly what to do. Ich bin mal Weihnachten 85 nach Paris gefahren, meine Mutter besuchen, weil die wohnt da nicht. Und dann auf einmal, also wir gehen durch die Grenze, nachdem übrigens der Typ, der von der Mitfahrgelegenheit fast gegen den Graben gefahren ist, weil er eingeschlafen ist, da musste ich noch den Lenker halten, damit er wieder auf die Fahrbahn kam. Also wir wären fast gestorben, wenn ich nicht wach gewesen wäre, also er ist eingeschlafen. Werden wir dann irgendwie 60 Kilometer vor Paris angehalten von Bullen. Ich habe zwei Staatsangehörigkeiten, die halten mich an und so, und ich zeige einen deutschen Ausweis und so. Und der Bulle sagt mir auf einmal, ich soll mitkommen. Und ich so, wieso denn und so. Ja, sie sind fahnenflüchtig. Oh Gott, ich musste zur Armee. Haben die mich weggesteppt so, 200 Kilometer weiter weg im Norden, an der englischen Grenze, also zu England rüber. Ja, und ich war auf einmal von einem Tag auf einen anderen Soldat. Ich so, ich glaube, ich spinne so. Naja, die haben mich gleich beurlaubt irgendwie am selben Tag und ich konnte wieder zurückfahren. Aber auf keinen Fall das Land verlassen. Sonst Militärgericht, ein Jahr Knast auch mit Sicherheit und also Hochsicherheitstrakt und was weiß ich, also total übel. Okay, bin ich wieder hingegangen, haben die mich gemustert so. Und das war total scheiße. Da waren so Typen, zum Beispiel der eine, der war echt ganz nett, der Einzige, der nett war, den haben die so am Ärmelkanal geschickt irgendwie so, und er so, ja, ich komme in 3 Tagen wieder, ich muss so im Graben sitzen so und die ganze Zeit bewachen, so super intelligenter Job, aber naja, der ist da hingegangen, einen Tag später kam er wieder an, so ganz blau und halb tot, so ab im Lazarett, ich so, oh scheiße, naja, da habe ich alles gemacht, damit ich nicht tauglich war und so, und naja, das war scheiße, weil ich war total tauglich. Also ich konnte gut atmen, gut sehen und so. Ich habe mich auch die ganze Zeit immer nur besoffen und so, aber und geraucht eine nach der anderen, obwohl ich gar nicht rauche so. Und naja, aber ich war trotzdem total gesund. Tja, und dann wusste ich überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte so. Und dann fing ich an irgendwie so zu sagen, ja, ich bin verrückt, ich bin total verrückt und so, und ich will einen Psychiater sehen. Dann haben die mich zum Psychiater gebracht so, und dann meinte er, ja, was ist denn, Junge und so. Und ich so, ach ja, ist doch scheiße alles so. Und mein Vater, der ist Deutscher, und meine Mutter, die ist fast von den Deutschen abgeknallt worden und so. Und nee, ich halte das nicht aus und so, nee, das ist wirklich nicht gut und so. Und dann meinte der so, ja, das sowas gibt's, das ist nicht schlimm und so. Und dann fing ich an zu denken, irgendwie, ich muss jetzt total, also richtig durchdrehen. So habe ich eine Rasierklinge genommen. Die lag da in seinem Büro, also so ein Skalpell irgendwie, und fing an, mich aufzuschlitzen irgendwie. Und dann ist er total grün geworden. Der gute Mann konnte wohl kein Blut sehen oder sowas. Und dann war ich schlagartig irgendwie total untauglich. Bin rausgegangen und musste noch einen Tag da sitzen irgendwie. Da hat mich so ein Araber immer vollgequatscht mit so Dingern irgendwie, wo kommst du her? Und ich, ja, aus Berlin und so. Ah ja, kann man gut ficken, so. Ich so, ja, es geht so, ja, ganz gut. Und dann bin ich entlassen worden, so. Das war das 53. Infanterieregiment Region Nord in Frankreich. Also eines Nachts lagen Bernhard und ich im Bett. Wir haben das Licht ausgemacht und gucken so irgendwie oben in die Decke, so oben halt irgendwie an die Decke ran, und uns erscheint ein phosphorfarbenes Hakenkreuz an der Decke. Und ich denke mir irgendwie, dass ich nicht spinne und dass Bernhard nicht spinnt, und wir machen auch das Licht an und sehen halt nichts mehr, machen das Licht wieder aus und es ist halt immer noch da. Und am nächsten Tag ist es halt weg. Das ist eigentlich alles. Also die Geschichte, also die nenne ich jetzt mal Reichwand am 13., wo wir uns getroffen hatten damals. Da wohnte ein Freund von mir. Und da haben wir uns immer mittwochs getroffen. Weil, also wir sind beide auf Gesamtschulen gewesen. Und da war ja Mittwoch dann der frei, also wo man nur 6 Stunden hatte und nicht 9 Stunden. Nicht? Da haben wir uns dann oft auch getroffen mittwochs. Und da waren halt seine Eltern weg. Und naja, und dann haben wir halt gespielt so ein bisschen, wir waren, wie alt waren wir, so vielleicht so 12 oder so, haben halt also Hilda und Karin gespielt, also Hilda ist die Mutter und Karin ist halt die Tochter, das waren so frühere Grundschullehrerin, und davor haben wir noch Schule gespielt, ne? Also das haben wir auch mal gerne gemacht, so mit Pullereien und sowas alles, da hat sich dann immer Frau Zick beschwert, das war die Nachbarin, die war die Frau eines Gerichtsvollziehers, und die hat dann immer ganz laut ins Telefon gebrüllt, weil wir auch mal selbst so geschrien haben dabei, also beim
Schule spielen, nicht? Weil wir dann Frau Höhne, die hat immer sehr gebrüllt, nicht? Also das war unsere Grundschullehrerin. Naja, und dann haben wir halt gespielt, wie Frau Höhne nach Hause kommt, also die Karin, und wie denn Hilda schon mit dem Essen, also auf sie wartet, nicht? Und Hilda hatte Rippchen gekocht. Und dann ist aber Karin eingefallen, ach Mama, du, ich habe eigentlich Lust mal auf was anderes heute. Also so eine Kombination. Naja, dann hat Hilda gesagt, na gut, Moment mal, nicht? Naja, dann ist er halt auf Toilette gegangen und musste halt eine Wurst machen. Und naja, dann ist Karin halt, ach, das ist ja eine schöne Überraschung, hat den Karin gesagt, ich hole mal schnell den Kochtopf, nicht? Und dann haben wir halt das erste Mal das ausprobiert, weil ich meine, die beiden, wir haben sie ja nur gespielt, nicht? Die essen das ja wirklich. Ne? Und naja, dann kam ich halt mit der Schöpfkelle an und habe die dann rausgeholt und halt, habe die dann zu den Rippen halt reingelegt, ne? Zu den Rippchen. Naja gut, dann haben wir das gekocht, nicht? Erst tat sich überhaupt nichts und dann auf einmal hat das ja so gemein gestunken, diese Kombination Rippchen und Wurst, ne? Also Käckerchen. Und das war ja ganz furchtbar, die ganze Wurst. Wohnung hat so gemein gestunken, also es hat sogar an den Vorhängen gehaftet und der ganze Hausflur hat gestunken. Wir mussten dann sämtliche Türen aufmachen, das war noch im Winter, nicht? Und es war so ziemlich kalt und das war, und die Eltern wollten dann also um 6 schon wieder zu Hause sein und wir hatten jetzt schon, weiß ich, 5:30, ne? Und es war also mit Mühe ist uns das dann gelungen, den Geruch also aus dieser Wohnung dann zu vertreiben mit Parfum und mit also so kleinen Ventilatoren. Also es war also ganz schlimm und dann das größte Problem war ja, das noch zu beseitigen dann, nicht? Die Rippchen konnte man jetzt nun nicht so gut ins Klo werfen, nicht? Weil die ja dann das ganze Klo verstopft hätten, nicht? Und wir haben uns natürlich dann auch geekelt vor der braunen Brühe da drin, nicht? Und dann haben wir halt nachher den ganzen Kochtopf weggeworfen, nicht? Und dann haben wir halt den Eltern erzählt, dass der uns angebrannt ist. Also, ich muss flüstern. Meine Eltern schlafen gerade. Das ist jetzt kein Witz. Bin nämlich gerade bei meinen Eltern zu Besuch. Na gut. Also meine Initialen sind dieselben wie bei Max Müller, dem Sänger von der Band Mutter. Ich heiße Martin Mogelkamp. Das ist eigentlich erst der Anfang aller Ähnlichkeit. Ich spiele nämlich auch zum Beispiel in einer Noise- oder Deutsch-Lärm-Band, ne? Der Name ist jetzt aber unwichtig. Aber was ich erzählen wollte, ist, also seitdem ich in Berlin bin, ich komme eigentlich aus Emmen. Also für Leute, die es nicht wissen, was es ist, das liegt bei Hamburg. Und das fing dann so an, so 87, also als ich in Berlin war. Jeder, der mich dort kennenlernte, sagte, du musst unbedingt Max Müller kennenlernen. Ja, überall, wo ich hinkam, hörte ich dann irgendwie den Namen Max Müller. Und dann machte ich damals auch einen Witz. Max Müller, Max Müller, überall nur Max Müller. Schon bald kannte ich die Musik von Mutter von der Kassette, bis ich sie live sah. Dazwischen gab es noch ein paar Ereignisse, die ich ja eigentlich jetzt erzählen will. Aber ich muss das ja einfach jetzt eben vorher erklären, damit ihr überhaupt wisst, worüber ich eigentlich rede. Also ich rede über die Ähnlichkeiten zwischen mir und Max Müller. Aber ich will mich nicht irgendwie profilieren oder sowas oder zeigen. Ich bin auch kein Nachahmer oder so. Ich meine, ich singe zwar auch in der Band oder so, aber Max singt ja Deutsch und ich singe Englisch. In der Mittenwalder Straße in Berlin, near U-Bahnhof Gneisenau Straße. Ich lernte ja gerade den Wirt kennen, der mir auch Ähnlichkeiten zu Max Müller zusprach. Als ein großer Besoffener mich an den Kragen packte und wissen wollte, Quatsch. Und irgendwie so total schrie und mich würgen wollte, genau, und nicht wissen wollte, ich lese mich Max Müller, ab. Du Arsch! Max Müller, du Arsch! Warum er so sauer war auf Max Müller, brauche ich eigentlich nicht so zu formulieren, es ging eigentlich kurz gesagt um eine Frau. Ich erzähle euch eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Ich habe eigentlich nicht viel Feinde gehabt, aber einen wahren Feind habe ich wirklich gehabt, der hieß Andreas Göbel. Das Ganze fing schon im Kindergarten an. Da hat mich nämlich meine Uroma, ich bin bei meiner Oma und meiner Uroma aufgewachsen, die hat mich immer vom Kindergarten abgeholt
und unter anderem dann auch den Andreas Göbel mit nach Hause genommen, bei dem seine Oma wiederum keine Zeit hatte, ihn noch abzuholen. Na, auf jeden Fall sind wir dann eines Tages mal mit zu Göbels ins Haus reingegangen und dann hat er mir meinen Daumen in seine Zimmertür eingeklemmt und hat dabei hämisch gelacht. Und wie das Schicksal das dann so gewollt hat, bin ich ein Jahr später mit ihm zusammen in eine Schulklasse gekommen und habe mich dann gründlich gerecht. Also der hat wirklich jeden Tag eine aufs Maul gekriegt. Und würde ich ihn jetzt nochmal sehen, würde ich ihn wieder verprügeln. Ich hasse Andreas Göbel. Andreas Göbel ist echt das größte Arschloch, außerdem das Schlimmste, was er überhaupt gemacht hat. Sein Vater war Weichensteller bei der Wolfhager, auf dem Wolfhager Bahnhof. Und Andreas Göbel hat sich selber ein Weichenstellgerät aus Legosteinen zusammengebaut und die hat er zusammengeklebt. Dafür hat er natürlich auch eins auf die Fresse gekriegt, weil man Legosteine nicht zusammenkleben darf. Also jeder, der Erfahrung mit Lego hat, so der, ja, wirst du auch sofort vorkommen, was für eine Klasse, wie ich jetzt rede. Okay. Als ich ungefähr 10 oder 11 Jahre alt war, gab uns der Lehrer einmal das Aufsatzthema, wie ich mich einmal verlaufen habe. Ich ärgerte mich, denn ich hatte mich noch nie verlaufen. Und im Sauerland, wo ich herkomme, gibt es so viele Dörfer, dass man immer wieder in ein Dorf kommt, wenn man nur ein bisschen weiterläuft. Das wusste ich auch. Ich erinnerte mich jedoch, dass ich mich einmal im Wald unsicher gefühlt hatte, wo man weitergehen sollte. Mir fiel dann aber ein, dass man nur vom Berg runter zu laufen braucht, dass man dann schon wieder in ein Dorf kommt. Und darum hatte ich keine Angst. Ich lief runter vom Berg und kam auch sogar in meinem eigenen Dorf an. Diese Geschichte schrieb ich mit 3 Sätzen auf und schrieb stolz darunter, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie verlaufen. Ich bekam die Arbeit mit einer 6 zurück. Seitdem bin ich überzeugt, dass Dummheit und Angst mit guten Zensuren belohnt wird. Also, fangen wir jetzt an. Also Politik ist, wenn der Kopf die Fahrbahn verlässt. Auf der Kriegsspur sammeln sich alle, die, denen das Leben zu langsam ist. Es riecht nach Gummi, nicht nach Benzin. Wer stänkern will, der geht nach Berlin. So komme ich nicht weiter. Davon wird die Welt nicht gesund. Davon wird die Welt nicht rund. Hätte ich die Zukunft doch fest im eisernen Griff, damit sie mir nicht davonlaufe ins Verderben und sich herumtreibe in finsteren Kneipen an den Stammtischen derer, die sie schwängern. Gott zum Gruße. Hätte ich sie doch festgekettet in meinem Verlies oder in meinem Garten, wo ich sie nicht zu gießen brauche. Hätte sie doch einen Griff, damit ich sie fortschmeißen kann, denn sie brennt mir Löcher in meine zerfurchte Stirn. Es ist die Stirnhölle mit ihr. Doch ich kann mit mir ohne sie in der, oh, ohne die ich nicht, Scheiße. Der, naja, kann man nicht lesen. Der Prophet und die 7 Zwerge, doch keiner ist so schön wie sie. Ihr Lächeln macht einen verliebten Idioten aus mir, einen stammelnden Quatschkopf, dessen Mund aufplatzt beim Sprechen, eine große Blase, die zerplatzt, ein einsamer Kopf, der sich um die Sonne dreht. Bleib am Drücker, Junge, zieh die Notbremse nie, wenn du nicht weißt, wo der Zug zum Stehen kommt. Doch in der Ewigkeit, wo sich Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges überschneiden, an der Schwelle zum Tode, werde ich auf sie warten. There was once 4 little rugs. One walked away, 2 were there, 5 or 6 or 7 or 8. Nobody knows, but there is. So one walked away to his house. And one walked to his house too, but he go the wrong way anyways. So you can't know that you and me can do
anything you want. Come,